Moin Moin Leute, heute ist Samstag, der 8.10.2011. Seht mal selber, wie das Wetter ist. Hey, das ist Kitties. Wattenregen. Ja, und im nächsten Moment sieht es dann wieder so aus. Ja, ihr habt ja jetzt selber gesehen, wie das Wetter draußen ist heute. Und ja, dementsprechend habe ich auch nichts draußen gemacht. Ich habe jetzt an meinem Greenscreen noch ein bisschen rumgefeilt und ja, so langsam komme ich in die Richtung, wo ich hin will, dass das auch vernünftig aussieht und so. Aber das dauert noch ein bisschen. Ja, gestern das Video mit dem Greenscreen, das war ja nur mal so ein Testvideo. Und ich habe ja in den Kommentaren auch gefragt, was ich da besser machen kann. Störfisch hat mir schon geschrieben und hat mich da auch wieder auf eine Idee gebracht, die ich jetzt auch umsetzen werde. Ja, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Ja, mal sehen. Meine Tochter, die fährt morgen nach Basel, eine Studienfahrt. Ja, toll, kostet 350 Euro. Nur die Übernachtung und die Busreise dahin. Ja, so haben die Kinder gefragt in der Schule, wo sie denn nur hin wollten im Vorfeld. Da sagten sie ja Paris, Berlin etc. etc. Dann hieß es vom Lehrer, ja nicht ins Ausland. Ja, wo fahren Sie jetzt hin? Nach Basel. Basel liegt in der Schweiz. Ganz klasse. Ist kein Ausland Schweiz oder wie? Dann ist die Schweiz auch noch so teuer. Ja, sie haben da eine Übernachtung mit Frühstück und das war's. Dann haben sie die Woche über, die kommt ja Freitag wieder, Woche über haben sie dann ein vollgestopftes Programm mit irgendwelchen Museen und etc. Ja, gut, Frühstück ist ja alles in Ordnung, aber sie hätten ja zumindest noch ein Abendbrot dabei haben müssen. Und es ist ja so, sie können sich ja heißes Wasser nehmen, dann können sie sich da so eine 5-Minuten-Terrine oder sowas machen. Ja, Mensch, ey, von den kleinen Bechern da, da musst du ja erstmal 3-4 Stück von essen, dass du überhaupt satt wirst. Also musst du dann schon mindestens noch ein Huni oder 150 Euro mitnehmen, damit sie sich überhaupt verpflegen kann. Also kostet die ganze Scheiße 500 Euro. Ja, klasse. Ja. Davon fahren einige Familien im Familienurlaub. Und sie fährt alleine dahin. Dann muss das denn alles so sein? Und dann ist es ja so, sie fahren morgen Abend um 10 los, kommen dann irgendwann morgens an in Basel, dann können sie aber erst um 15 Uhr die Zimmer beziehen. Das heißt, sie laufen den ganzen Tag da rum, sind übernächtigt. Ja gut, sie können vielleicht im Bus schlafen, aber das ist ja nun auch nicht so. Ja, also ich finde das gar nicht gut. Und meine Tochter, die freut sich auch überhaupt nicht auf diese Klassenfahrt. Naja, was will man machen? Lehrer denken halt eben auch etwas anders wie wir normalen Leute. Ja, dann habe ich noch ein kleines Problem. Was heißt ein Problem? Ist es nur auch nicht gerade, aber naja, es ist so, ich habe in meiner Abo-Box ein Video von jemandem, den ich nicht abonniert habe. Gut, das Video ist ganz gut und alles. Habe es mir auch angeschaut, aber normalerweise ist das ja so, wenn man sich ein Video aus der Abo-Box anschaut, dann ist das dann nach dem Anschauen verschwunden. Und dieses Video, das bleibt und bleibt. Und ich kriege es nicht weg. Vielleicht habt ihr dazu irgendwie einen Rat oder so. Okay, das war's dann für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann das anschaut. Ich würde sagen, bis morgen. Tschüss.